Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder mal Detlef Brandenburg vom Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Und ja, ich bin noch immer dabei, Vorstellungen nachzuholen, deren Premiere ich versäumt habe, weil manchmal kommt wirklich alles auf einen Haufen, man kommt gar nicht nach. Und diesmal habe ich nachgeholt den Fidelio am Theater Bremen in einer wirklich sehr ungewöhnlichen, sehr fordernden, manchmal ein bisschen strangen Inszenierung von Paul-Georg Dittrich. Und trotzdem habe ich eben eine Repertoirevorstellung erlebt, wo das Publikum wirklich in großer Begeisterung gejubelt hat. Die Menschen hier waren wirklich begeistert von dieser Aufführung, was, glaube ich, auch, zumindest auch, an der Musik liegt, an der musikalischen Leitung. Joel Gamzu, der Musikdirektor dieses Hauses, hat die Vorstellung geleitet und ich muss ehrlich sagen, der hat was gemacht, was ich normalerweise gar nicht so gerne mag. Er ist also mit den Tempi, mit der Agogik, also der Tempogestaltung, dem schneller und langsamer werden, ist er sehr, sehr in die Extreme gegangen und hat dadurch dem Werk einen großen Abwechslungsreichtum, wenn man so will, eine Lebendigkeit gegeben. Wobei dabei immer die Gefahr ist, dass man sich dann so im Episodischen verliert, aber zwischen sehr, sehr lyrisch innehaltenden Partien, die dann manchmal erstaunlich langsam kamen, und einem wirklich überbordenden Jubel jetzt eben am Schluss, hat der es doch geschafft, auf eine ganz erstaunliche Weise das alles zusammenzuhalten und in dieser ganzen Vielfalt, in diesem Reichtum den großen Bogen zu kriegen und eine wirklich spannende, schöne, mitreißende musikalische Aufführung zu schaffen. Mit einem guten Sängerteam, also ich meine, man hat hier schon gemerkt, wie schwer die Partien sind und wie wenig stimmgerecht Beethoven sie geschrieben hat, aber was mir gefallen hat, es war einfach so von der Stilistik des Werkes wirklich sehr gut getroffen. Also es hat keiner unkontrolliert gebrüllt, sondern es ist wirklich alles stilistisch auf dem Level gewesen, wo man dieses Werk, das irgendwo zwischen Singspiel und deutscher romantischer Befreiungsoper angesiedelt ist und man nicht, weiß nicht so richtig, wo man es verorten soll. Für diese Stilistik haben die Stimmen einfach sehr gut gepasst, beziehungsweise sie haben so gestaltet, dass es gepasst hat. Und zwar nicht nur jetzt in den großen Partien, also Leonore oder Floristan, sondern auch, ich habe ja auch eine wunderbare Marceline gehört von Marisol Schallit und einen sehr guten Joachino. Das war beeindruckend musikalisch, das muss ich schon sagen. Die Inszenierung, also ich fand sie sehr interessant. Ich kann nicht sagen, dass ich sie nicht mochte, aber ich habe mich schon über weite Passagen schwer getan. Aber um das so ein bisschen zu erklären, muss man vielleicht zunächst mal über einige Schwierigkeiten des Fidelio reden. Denn an diesen Schwierigkeiten hat sich die Inszenierung abgearbeitet. Auf durchaus intelligente, manchmal sehr überraschende Weise. An Beethovens Fidelio ist eigentlich zweierlei immer schwierig. Das erste ist, er steckt noch in der Tradition des deutschen Singspiels, also so die große pathetische politische Oper, die ist eigentlich erst später entstanden, beziehungsweise die Tradition, die es vielleicht gegeben hätte, um sie zu gestalten, die hat Beethoven nicht zur Kenntnis genommen. Er hat sich halt in dem Kontext bewegt, wo er nun mal hingehörte, in der Wiener Klassik, und da war halt das Formmodell seiner Zeit das deutsche Singspiel, damit hat er gearbeitet, aber das ist natürlich eine Form von Oper, wo man eigentlich eher so heitere komödiantische Handlungen mit verbindet, und das lässt sich dann schwer vereinbaren mit diesem starken politischen Appell, den Beethoven ja dann im zweiten Akt spätestens ganz klar intendiert. Das ist das eine Problem. Das andere Problem hat unmittelbar mit diesem politischen Appell zu tun, denn der Fidelio ist natürlich eine Befreiungsoper, aber man fragt sich manchmal, Befreiung wovon? Denn auf ein politisches System zielt er nun ganz klar nicht, denn derjenige, der am Ende alles wieder in Ordnung bringt, das ist nun der Minister, und am Ende findet der Schlussjubel, ich glaube, wenn ich die Szenenanweisung jetzt richtig im Kopf habe, sogar vor der Königsstatue statt. Also da findet keine Revolution statt, sondern eigentlich eine Restauration. Aber die Musik, die hat einen solchen menschheitlichen Appell zur Freiheit und zur Freude über die Freiheit, die geht eigentlich weit über so eine Restauration und die Beseitigung eines Schurken Systems geht sie hinaus. Und genau an dieser Frage, an diesen beiden Fragen besser gesagt, arbeitet Paul-Georg Dittrich, der Regisseur, sich ab. Wie gesagt, auf durchaus sehr intelligente Weise.
im ersten Akt, im ersten Akt, da inszeniert er so einen Durchgang durch die Inszenierungsgeschichte dieser Oper. Also das fängt an mit der Uraufführung, geht dann über verschiedene Aufführungen in, wo war es denn noch, in Wien, in Bremen, Quatsch, in Bremen am Ende auch, da sind wir ja hier. Vorher kommt noch eine andere Bremer Inszenierung, die von Johann Kresnik, wo er auf die Schließung der Bremer Vulkanwerft anspielt und in Dresden und in Wien eingeht. Und er historisiert sozusagen ganz bewusst dadurch diese Oper und kommt damit auch der Historizität der musikalischen Gestalt sehr, sehr nahe. Im zweiten Teil kommen wir dann in der Gegenwart an und da, also dieses mit diesem Historisieren, dass man sagt, okay, ich zeige einfach mal, wie diese Oper zu unterschiedlichen Gelegenheiten immer wieder aufgeführt wird. In Aachen zum Beispiel hat man mit ihr den Führergeburtstag gefeiert. Also nach unserem Verständnis von Fidelio, darauf muss man wirklich erstmal kommen. 1938 war das. Und dadurch hat er eigentlich gezeigt, dass diese Oper auch immer wieder für die Feier von politischen Unterdrückungssystemen auch gebraucht wurde. Von Befreiungen, ja, aber auch von Unterdrückung. Und das liegt natürlich an dieser Indifferenz, dass eigentlich im Libretto man jederzeit das auch als Feier der bestehenden Herrschaft oder vom Libretto her jederzeit auch als Feier der bestehenden Herrschaft nehmen kann. Und die Musik, die ist halt semantisch nicht so ganz klar, was sie meint. Das fand ich also sehr intelligent, das damit zu zeigen. Im zweiten Akt kommen wir dann in der Gegenwart an und da hat er, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, so die Idee gehabt, in unserer modernen freien Gesellschaft, da schaffen wir uns eigentlich unser eigenes Gefängnis, unsere eigene Unfreiheit durch eine, wenn man so will, Depravierung des Kulturbetriebs, des Dialogs, des Wissens. Also es gibt dann so Hinweise, die Kerker-Arie, die wird dann auf so einer Festtafel gemacht, wo dann wirklich Zuschauer, an der dann wirklich Zuschauer des Bremer Theaters sitzen. Das heißt, da thematisiert er, glaube ich, die Frage, also wie man sozusagen Leid kulinarisch zugänglich machen kann. Irgendwann haben die dann so Google-Tafeln in der Hand, wenn also das Grab gegraben wird, steht Erde drauf, also Google, unser eigenes Gefängnis, wo wir alle ausspioniert werden und wo wir nicht mehr rauskommen. Ganz zum Schluss oder wenn es zum Ende geht, wird dann nochmal, das ist glaube ich die zweite Leonoren-Ouvertüre, also die mit dem, die Mahler immer gespielt hat, mit dem Trompetensignal gespielt. Das heißt, da geht es sozusagen rüber in eine konzertante Aufführung und am Ende wird das ganze Werk wie ein Oratorium aus der Loge gesungen. Für mich war das am Ende ein bisschen zu viel Überlagerung. Ich finde, das Werk hat dadurch an seiner Wirkung verloren und in seiner Wirkung verloren. Und diese Relativierung der Relativierung der Relativierung, die war sehr klug, aber mich hätte schon auch interessiert bei dieser Freiheitsbotschaft, wohin eigentlich der Regisseur Paul Georg Dittrich, der das ja nun mal hier aufführt und möglicherweise noch einen anderen Grund hat, als das Werk zu relativieren, wohin er damit eigentlich hin will. Am Ende blieb man eigentlich vor einer musikalisch sehr, sehr schön ins Werk gesetzten Problematisierung, so ein bisschen ratlos sitzen. So ging es mir jedenfalls. Aber man soll Kritikern auch nicht immer jedes Wort glauben, zumal dann nicht, wenn sie unmittelbar nach der Vorstellung so ihre unsortierten Gedanken in eine Kamera sprechen. Also wie gesagt, die Begeisterung des Publikums war schon durchaus sehr groß und es lohnt sich, diesen Fidelio anzugucken. Er ist sehr, sehr fordernd. Manchmal etwas seltsam, aber dann doch, also es war ein Erlebnis. Es war ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte. So, und mit diesen etwas uneindeutigen Worten verabschiede ich mich bis demnächst in einem anderen Theater. Auf bald!